Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es endlich die erste Runde Burgopoly für das Jahr 2024. Ja, im Januar hatte ich ja mal einen Monat ausgesetzt. Das hatte diverse Gründe. Unter anderem hatte ich eine andere Videoidee, quasi grob in Bezug zu Burgopoly, die sich jetzt aber auch wieder so ein bisschen geändert hat, weshalb es da mit dem Video auch noch wahrscheinlich etwas dauern wird. Ja, das ist alles ein bisschen blöd gelaufen und es war generell irgendwie ein ziemlich stressiger Monat und ein komischer Monat einfach nur. Von daher hat es zeitlich einfach nicht reingepasst, aber jetzt sind wir dafür für den Februar hier voll und ganz aufgestellt und ich bin ja schon fast aufgeregt, endlich wieder zu spielen, weil es ja jetzt auch wirklich schon etwas her ist, seit ich zuletzt meine Bücher erwürfelt habe. Und ja, ich bin super aufgeregt, was denn so gezogen wird, da es ja. Ja, der Monat der Liebe ist, hoffe ich wirklich, ich komme irgendwie auf das Feld, ja, mit Love Story oder so, oder dass ich irgendwie eine Aufgabenkarte dazu ziehe, weil da hätte ich so richtig, richtig Lust drauf, dass ich so, ja, über so Valentinstag, keine Ahnung, irgendwie was Nettes in die Richtung lese. Allerdings steht auch, vermutlich, es ist noch nicht so ganz sicher, aber es steht vermutlich auch ein Lesemarathon an, wo ich mitmachen werde, der halt den kompletten Februar geht. Deswegen ist es dann halt auch wieder fraglich, wie das halt mit meinen, ja, sonstigen Lesezielen für den Monat so funktioniert. Aber mal schauen. Genau, und da das Jahr neu startet, würde ich sagen, ich gucke auch gar nicht, wo ich letztes Mal gelandet bin zum Schluss, sondern ich starte einfach wieder auch neu auf Start, auf dem Startfeld und ja, werde dann quasi das Jahr neu beginnen und ich bin so gespannt. Und deswegen würde ich sagen, rede ich jetzt hier gar nicht viel länger, sondern fange an, mir die Bücher zu erwürfeln. Das Spielfeld sollte ersichtlich sein. Ich setze meine Figur auf Los und würfel das erste Mal. Ich hatte auch sogar die Ereigniskarten nochmal komplett neu durchgemischt. Es kann jetzt halt natürlich leider sein, dadurch, dass ich dann eben eine Aufgabe habe, die ich letztes Jahr quasi schon hatte. Aber das ist ja egal. Auf jeden Fall würfeln wir jetzt das erste Mal. Und wir starten mit einer 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott. Besser kann das ja nicht starten als mit einer freien Auswahl. Das ist ja wirklich, das ist perfekt. Oh mein Gott, sehr gut, sehr gut. Okay. Wurf Nummer 2. Ui, ja, das sieht man jetzt hier leider kaum, weil er ist so ein bisschen weit geflogen. Aber wir haben tatsächlich noch eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin in der Bibliothek gelandet. Das bedeutet, dass ich entweder eine Runde aussetze oder erneut würfeln darf. Heißt, ich kann mich quasi dazu entscheiden, dass ich nur zwei Bücher ziehe oder ja, ich würfel jetzt einfach nochmal. Und das werde ich nämlich auch tun, denn ich werde hier definitiv nicht aussetzen. Nicht, wenn wir das neue Jahr mit Bukopoli starten hier. Das ist eine 6. Oh mein Gott, sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott, eine Ereigniskarte, okay. Ach, und noch eine kleine Anmerkung zur Bibliothek. Das hatte ich quasi die Auswahlmöglichkeit, dass der Spielpartner quasi entscheiden kann. Aber da ich alleine spiele aktuell, ja, habe ich keinen Spielpartner. Und da habe ich mich selbst gefragt, was ich möchte und habe die mir liebere Option gewählt. Genau, deswegen eine Ereigniskarte. Ich bin aufgeregt. Ah, okay. Ein Buch mit einer bestimmten Farbe auf dem Cover. Dazu werde ich gleich wieder eine Nachricht rausschicken. Und dann der letzte Wurf. Komm schon. Okay, ja, wow, eine 1. Das war sehr überschaubar. Ich rutsche eins weiter zu Manga und Comic. Sehr cool. Okay, ich werde die Bücher raussuchen und werde einer Freundin schreiben. Und dann werde ich meine Bücher präsentieren. Die Entscheidung ist gefallen und ich habe Antwort von meiner Freundin bekommen. Also das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Und ich bin irgendwie richtig zufrieden mit der Auswahl. Für die Kategorie Manga und Comic habe ich mich für Mad K, ich weiß nach wie vor nicht, wie man das richtig ausspricht, MADK, Teil 1 entschieden. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Mich hatte wirklich dieses Cover so angesprochen. Es sieht so schön aus. Das hier ist eine Boys Love Geschichte ab 18 wird es empfohlen. Es ist unzensiert, wichtige Info. Ich lese hier am besten einfach mal den Klappentext vor. Wegen seiner sonderbaren Interessen und befremdlichen sexuellen Neigungen fühlt sich Makoto schon lange fehl in der Welt. Eines Tages versucht er sich an einem Ritual zur Beschwörung von Dämonen und schafft es, den Erzherzog Jay herbeizurufen. Der Dämon bietet ihm
bietet im Austausch gegen Makotos Seele an, ihm seine verborgensten Wünsche zu erfüllen. Makoto lässt sich auf den Handel ein und findet sich schließlich als Monster wiedergeboren im Dämonenreich wieder, in dem er sich fortan als Jays Lehrling durchkämpfen muss. Ich finde, es hört sich richtig interessant und cool an, vor allem mit diesem Höllensetting dabei. Das, ja, finde ich super interessant und wie gesagt, das Cover ist wunderschön und ich bin schon sehr gespannt auf diese Geschichte. Und da es ja Boys Love ist, dachte ich mir, für den Februar bietet sich das doch an. So, dann für freie Auswahl habe ich mich für Love on the Brain von Ailey Hazelwood entschieden. Ich hatte ja The Love Hypothesis. Ich musste kurz nachschauen, wie es heißt. Ich bin so ein bisschen verwirrt mit der Reihenfolge und Co. Ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, ob das hier der zweite Band ist, aber es sind ja, glaube ich, immer unabhängig voneinander lesbar auch. Von daher, irgendwie hatte mich das am meisten so angesprochen und auch hier ist das Liebesthema wieder parat und es passt halt irgendwie voll gut zu mir, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es hier um Bee Königswasser und sie darf da irgendwie bei einem richtig tollen Projekt mitarbeiten, wo sie wirklich schon die ganze Zeit drauf auch hingearbeitet hat und hingefiebert hat und das ist wirklich ihr absoluter Traum. Allerdings möchte sie das Ganze nochmal überdenken, wenn ihr Arbeitspartner oder Projektpartner Levi oder Levi Walt ist, denn die beiden sind sowas wie Erzfeinde, kann man fast sagen. Eine kurze Unterbrechung, es kam gerade die Post und sie hat mir die Zauberbüchse gebracht. Das finde ich immer super toll. und da heute, also Fun Fact, heute ist schon der 1.2. Ich hatte mir schon leichte Sorgen gemacht, wo sie bleibt, aber jetzt ist sie da und ich bin sehr glücklich. Aber ich schaffe es halt wahrscheinlich nicht, sie auszupacken, aber sie ist schon mal da. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wo ich genau stehen geblieben war. Auf jeden Fall sind die beiden sowas wie Erzfeinde. Und das, ja, ist so ein bisschen ärgerlich. Und das trübt irgendwie ihre Freude über dieses wichtige Projekt, wo sie mitmachen kann. Und dann beginnt aber irgendwie ihr Arbeitsmaterial und ihr Equipment zu verschwinden. Und keiner von den Kollegen möchte ihr irgendwie so richtig glauben oder nimmt sie irgendwie ernst. Außer Levi, der sich dann irgendwie doch sowas, wie so eine Art Unterstützung irgendwie entwickelt in dieser Situation. Und vielleicht ist er ja dann doch irgendwie nicht so schlecht, wie sie immer dachte. Und ich finde, das hört sich wieder so, so cool an. Und ich bin super gespannt, weil, schon wieder vergessen, The Love Hypothesis hatte mir ja super gut gefallen. Und deswegen freue ich mich schon richtig, richtig auf Love on the Brain. Bin schon sehr gespannt auf die neuen Charaktere und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf die Geschichte. Dann hatte ich ja eine Freundin gefragt nach einer Farbe. Sie hat sich für die Farbe Lila entschieden. Und auch hier, es ist ein sehr liebevoller Monat. Und hier habe ich mich für Icebreaker von Hannah Grace entschieden. Also, es sieht jetzt hier nicht super lila aus, aber es ist lila. Also, es ist hier sehr viel lila vorhanden. Von daher, und das habe ich jetzt einfach noch spontan gegriffen, weil, ich weiß nicht, es geht ja hier um, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich im Winter spielt, aber sobald ich irgendwie so Eis lese, dann will ich das irgendwie auch so in den kälteren Jahreszeiten lesen. Deswegen dachte ich mir, passt es noch ganz gut in den Februar, wenn ich das da hier mit so reinnehme. Das war ja der absolute Hype vor ein paar Monaten. Ich habe es immer noch nicht gelesen, ich hatte es mir dann auch währenddessen gekauft, aber ja. Ist jetzt nicht so, dass ich das Interesse oder so daran verloren habe, sondern es war einfach noch nicht die richtige Zeit. Und hier geht es um Anastasia. Sie hat ihr ganzes Leben quasi dafür gearbeitet, das Eiskunstlauf-Team der USA aufgenommen zu werden. Und dann geht es auch alles in die richtige Richtung, denn sie bekommt ein wichtiges Stipendium für die Universität in Kalifornien am Maple oder in an Maple Hills und das ist schon mal quasi der richtige Schritt in ihre Karriererichtung und dann ist da allerdings noch eine andere Person, die sie so gar nicht leiden kann, nämlich den Kapitän des Hockeyteams, Nate Hawkins und Nates Aufgabe als Teamchef oder als Kapitän ist es quasi ja dafür zu sorgen, dass die Mannschaft auf dem Eis funktioniert. Und dann passiert aber irgendwie ein
logistischer Fehler, weshalb sich das Hockey-Team und das Eiskunstlauf-Team dann irgendwie die Halle teilen müssen. Und dadurch wird die ganze Aufmerksamkeit von beiden Teams, denke ich mal, so ein bisschen eingeschränkt. Und die beiden können sich aber so richtig, also können sich so gar nicht leiden, beziehungsweise ich glaube eher, Anastasia hasst Nate total, aber es ist nicht, es beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Und dann passiert aber irgendwas mit Anastasias ja, Partner, also genau, dem Eiskunstlaufpartner. Und irgendwie muss Nate dann einspringen oder so. Und dadurch kommen die beiden sich dann eben ja näher. Und vielleicht hasst Anastasia ihn dann doch nicht so sehr. Ja, also ich finde, das hört sich eigentlich ganz gut an. Ich habe auch gehört, es soll ziemlich ja, viel Smut enthalten. Das stört mich persönlich jetzt nicht. Deswegen bin ich schon mal gespannt auf diese Geschichte. So, das ist dann meine kleine, aber feine Auswahl für den Februar. Ich freue mich wirklich auf jedes Buch. Unglaublich sehr. Wie gesagt, es steht wahrscheinlich auch noch ein Lesemarathon an, deswegen weiß ich da noch nicht, wie viel ich jetzt schaffe zu lesen. Deswegen habe ich auch relativ dünne Bücher, beziehungsweise ich glaube, die haben alle so. Oh, obwohl Icebreaker hat 400. Noch was? Zum Teufel. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass Icebreaker doch so viele Seiten hat. Aber ja, es sollte eigentlich machbar sein, diese drei Bücher zu schaffen. Ich bin schon sehr gespannt und werde natürlich dann berichten, wie sie mir gefallen. Aber ja. Das ist auf jeden Fall meine Auswahl für den Februar. Ihr könnt mir wie immer auch sehr gerne schreiben, ob ihr eins dieser Bücher schon gelesen habt und wie es euch dann gefallen hat, natürlich. Ohne Spoiler gerne in die Kommentare. Und falls ihr auch eine Leseliste für den Februar erstellt habt, könnt ihr mir die auch natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Das interessiert mich auch immer total, was ihr für Bücher so auf euren Lesenlisten habt. Genau, und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder.